Ihr wollt eure Steam-Spiele über euren Fire TV-Stick spielen, dann seid ihr hier genau richtig, denn in dem Video zeigen wir euch, wie ihr das am besten machen könnt. Wenn sich das gut anhört, dann bleibt auf jeden Fall dran und los geht's! Wir haben euch ja vor kurzem die App Rainway vorgestellt, wo ihr eure Steam-Spiele von einem PC auf euren Fire TV-Stick streamen und bedienen konntet. Und das war damals schon eine ziemlich coole App, die kam direkt aus dem App Store. Sie lief sehr, sehr stabil, sehr, sehr zuverlässig. Doch leider ist jetzt der Service seit einigen Monaten komplett eingestellt. Man kann Rainway noch runterladen, allerdings bekommt man dann eine Fehlermeldung, dass sich die App nicht mehr mit dem Internet verbinden kann. Sprich, dieser Weg, eure Steam-Spiele auf den Fire TV-Stick zu streamen, ist leider nicht mehr gegeben. Deswegen haben wir uns jetzt mal nach eine Alternative umgeschaut und die haben wir auch gefunden und die kommt sogar offiziell vom Valve, also dem Herausgeber von Steam, und zwar ist das Steam Link. Für die, die Steam Link nicht kennen, das ist eine App, mit dem ihr von eurem Gaming-Rechner eure Steam-Spiele auf andere Geräte streamen könnt, um sie dort zu spielen. Das Ganze funktioniert mit Apple-Geräten, mit Android-Geräten und auch mit den Fire TV-Sticks. Allerdings wird es nicht offiziell vom App Store angeboten, was bedeutet, dass wir den Steam Link querladen müssen. Falls ihr bis jetzt noch nie etwas auf eurem Fire TV-Stick quergeladen habt, dann empfehle ich euch dieses Video. Hier erklären wir euch das Schritt für Schritt. Im Schnelldurchlauf, ihr braucht den Downloader. Das ist eine App, die findet ihr im regulären App Store. Ihr müsst die Entwickleroptionen auf eurem Fire TV Stick freischalten. Das macht ihr, indem ihr auf Einstellungen, Mein Fire TV und dann Info geht und dann dort auf Fire TV Stick mehrere Male klickt. Ihr kriegt dann unten am unteren Bildschirmrand eine Meldung und einen kleinen Countdown, dass ihr jetzt Entwickler seid. Dann geht ihr in den Downloader, geht in das Texteingabefenster und gebt dort ein Steam Link als ein Wort und dann die Abkürzung APK. Der Downloader googelt dann eure Eingabe und zeigt euch dann einige Seiten, wo ihr diese APK runterladen könnt. Ich persönlich benutze gerne APK Pure. Meiner Meinung nach ist die Seite am unkompliziertesten, wenn es darum geht, mit dem Downloader APKs runterzuladen. Die findet ihr ein bisschen weiter unten. Ihr klickt dann da drauf, holt euch die APK und der Downloader fängt dann auch schon die Installation an. Beim ersten Mal werdet ihr aufgefordert, dem Downloader die Berechtigung zu geben, unbekannte Apps zu installieren. Das Ganze ist relativ einfach. Wenn ihr die Meldung bekommt, geht ihr auf Einstellungen, kommt dann direkt in das Fenster, wo ihr das quasi einstellen könnt. Ihr schaltet dann einfach den Downloader von aus auf an, geht wieder zurück und könnt die Installation fortführen. Ich empfehle danach, die APK zu löschen, denn die ist gerade beim Steam Link ziemlich groß und die braucht ihr auch nicht mehr. Das Ganze könnt ihr entweder machen, nachdem ihr die Installation abgeschlossen habt, oder nachträglich einfach auf Datei gehen und dort könnt ihr dann die APK löschen. Nachdem ihr den Steam Link installiert habt, sind die nächsten Schritte auch relativ einfach. Zum einen muss euer Gaming-PC im selben Netzwerk sein wie der Fire TV-Stick. Steam muss auf dem Gaming-PC laufen und die Spiele, die ihr spielen wollt, müssen auf dem PC installiert sein. Ihr startet dann Steam Link, die App sucht nach eurem PC und für gewöhnlich dauert das nur wenige Sekunden, bis die App euren PC auch gefunden hat. Danach checkt Steam Link dann die Verbindung zu eurem PC. Ihr braucht 100 Mbit, um ordentlich spielen zu können. Das ist aber kein Problem, selbst bei mir zu Hause, wo ich ein relativ instabiles Netzwerk habe, hat das eigentlich ohne Probleme funktioniert. Wenn dieser Speedcheck dann erfolgreich abgeschlossen ist, startet auch schon der Streaming Mode und ihr könnt auf euer Steam zugreifen von eurem Fire TV Stick aus. Ich empfehle auf jeden Fall entweder einen Controller dann zu benutzen oder Maus und Tastatur. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine Maus und Tastatur an euren Fire TV Stick anschließen könnt, dann geht auf dieses Video hier, wo wir euch das auch Schritt für Schritt erklären. Es ist nämlich so, dadurch, dass die App nicht direkt für den Fire TV Stick gemacht wurde, verwirrt die Fernbedienung die App so ein klein bisschen. Ich hatte schon Situationen, wo ich den Steam Link neu starten musste, weil ich auf die falsche Taste gedrückt habe. Deswegen benutzt am besten ein Gamepad. Die könnt ihr auch sehr schnell und einfach mit dem Fire TV Stick verbinden. Ihr geht einfach in eure Bluetooth-Einstellung, geht dann auf Game Controller, neuen Game Controller hinzufügen und dann schaltet ihr auf euren Game Controller den Pairing-Modus oder den Suchmodus ein und meistens findet der Fire TV Stick den Controller auch schon. Meine persönliche Empfehlung, wenn ihr Steam Link benutzt, dann nimmt am besten einen Controller mit einem Xbox-Layout. Ich habe versucht, mit diesem PS5-Controller zu spielen. Der hat sich problemlos mit dem Fire TV Stick verbunden, aber Steam Link hat den nicht richtig erkannt. Die Analog-Sticks haben nicht richtig funktioniert, die Tasten wollten nicht richtig, die Schultertasten haben seltsame Sachen gemacht. Dagegen hat dieser Bluetooth Super NES Mischmasch-Controller wesentlich besser funktioniert. Es scheint wirklich an dem Layout zu liegen. Von daher nehmt am besten einen Xbox-Controller. Die gibt es auch No-Name auf Amazon für wenig Geld. Damit habt ihr auf jeden Fall die beste Controller-Gaming-Bedienung.
Ich persönlich würde eher Maus und Tastatur benutzen. Wie gesagt, geht auf das i, da findet ihr das Video dazu. Ansonsten hat Steam Link einfach super auf dem Fire TV Stick funktioniert. Es lief flüssig, es lief stabil. Man hatte nicht sehr viel Delay zwischen den Controller-Eingaben und das, was man auf dem Bildschirm sah. Das ist natürlich so ein bisschen abhängig, wie schnell euer Netzwerk ist. Bei einem schnelleren Netzwerk habt ihr damit generell keine Probleme. Aber dafür, dass das eine App ist, die nicht offiziell vom Fire TV Stick unterstützt wird, die wir querloaden mussten, ist das echt schon eine super Alternative, jetzt wo Rainway nicht mehr funktioniert. Von daher probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Wenn ihr noch weitere Ideen habt für Fire TV Stick Videos oder manche Dinge in unseren älteren Videos nicht mehr funktioniert, wie schon gesagt, der Fire TV Stick ist ein System, was oft upgedatet wird, wo dann manche Apps aufhören zu funktionieren oder manche Plattformen einfach eingestellt werden, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren zu den jeweiligen Videos oder in diesem Video. Wir halten da immer Ausschau nach neuen Themen und dass zum Beispiel Rainway nicht mehr funktioniert, wurde uns auch durch Kommentare von euch mitgeteilt. Von daher bleibt da auf jeden Fall dran, das hilft uns total. Wenn ihr weitere Videos zum Fire TV Stick sehen wollt, dann geht auf jeden Fall mal in diese Playlist. Da findet ihr auch die Sachen, die ich hier angesprochen habe, sprich die Videos zum Querloaden oder zum Anschließen von Maus und Tastatur an den Fire TV Stick. Findet ihr alles dort, checkt das Ganze mal aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.